Seien A von T, B von T differenzierbare vektorwertige Funktionen mit A von T, B von T Element aus dem dreidimensionalen Raum, dann ist die Behauptung, die Ableitung des Kreuzproduktes dieser beiden vektorwertigen Funktionen entspricht zeitlicher Ableitung der ersten vektorwertigen Funktion ins Kreuzprodukt mit der zweiten vektorwertigen Funktion addiert mit der ersten vektorwertigen Funktion ins Kreuzprodukt mit der zeitlichen Ableitung der zweiten vektorwertigen Funktion. Wobei man hier dazu sagen muss, dass wir hier die Zeit OBDA annehmen. Es kann natürlich auch ein anderer Parameter sein. Gut, Beweis. Da A von T und B von T differenzierbare vektorwertige Funktionen sind, kann ich komponentenweise differenzieren, insbesondere dieses Kreuzprodukt komponentenweise differenzieren. Naja, und das ist nichts anderes als A Index 2. Das bedeutet, das ist die zweite Komponente von dieser vektorwertigen Funktion. Die ist natürlich dann auch von der Zeit abhängig, mal die dritte Komponente, deswegen dieser Index, meiner zweiten vektorwertigen Funktion, abzüglich dritte Komponente mal zweite Komponente. Naja. Dieser Vektor hier, den ich gerade hier ausfülle, der ist ja nichts anderes als die Fläche oder dessen Betrag, besser gesagt, entspricht ja gerade der Fläche eines Parallelogramms. Naja, und wenn dieser Vektor komponentenweise differenzierbar ist, dann habe ich hier meine Komponenten zu betrachten. Naja, die erste, die zweite und die dritte Komponente bestehen jeweils aus einer Summe, aber die Summanden sind Produkte. Also es ist naheliegend, jeweils hier die Produktregel anzuwenden. Gut, wenn wir das so handhaben, gehen wir mal auf die Folgeseite. Dann kommt raus, das wird jetzt was Größeres. Erste Komponente abgeleitet, zweite stehen lassen. Plus erste stehen lassen, zweite ableiten. So, jetzt haben wir hier ein Minus, das ist wichtig. Jetzt fangen wir hier an, die erste Komponente ableiten. Zweite stehen lassen. Plus, jetzt lassen wir die erste wieder stehen und leiten die zweite ab. Und immer auf die Indizes achten. Ja, das wiederholen wir jetzt bei den anderen zwei Komponenten. Dann habe ich da stehen. Jetzt wieder das Minus vor der Klammer beachten. Ja, weil das dreht natürlich dann dieses Vorzeichen um, jeweils, ja, je Komponente. So, und schließlich die letzte Komponente und dann haben wir es geschafft.
So, wieder das Minus. So, das hier ist eine 1, die kriegen wir besser hin. So. Ja gut, wenn wir jetzt noch die Klammern auflösen, dreht sich jeweils das Vorzeichen um. Ich mache es mal rot, weil das ist an der Stelle wichtig. Ja, und jetzt steht es schon da, ne? Das ist ja nichts anderes als die erste Ableitung meiner vektorwertigen Funktion. Ja, ich lasse jetzt mal die Vektorpfeile weg. Ins Kreuzprodukt mit der zweiten vektorwertigen Funktion, aber es reicht noch nicht ganz, um diesen Vektor hier zu bekommen. Ich muss diese erste vektorwertige Funktion ins Kreuzprodukt mit der Ableitung der zweiten vektorwertigen Funktion nehmen, dazu addieren. Naja, und dann bin ich fertig. QED. Ja, wenn ich für das Kreuzprodukt diese Schreibweise hier verwende und für das zweite Kreuzprodukt ebenfalls diese Schreibweise, die beiden Kreuzprodukte zusammen addiere, dann steht ja gerade das da. Gut.